Jetzt sind wir bereit. Los geht's. ESV Kaufbeuren in roten Trikots von links nach rechts. Tölz in gelb und schwarz. Von rechts nach links im ersten Drittel. Viel Spaß. Aber Scheibe kommt nicht zum Gelben, sondern zum Alex Thiel. Zum wiederholten Mal. Jetzt 4 auf 2, wenn es schnell geht. Luis. Tor. Joey Luis trifft in der 12. Minute zum 1-0. Ja, jetzt trifft sie die Reihe um Sami Blomqvist in Person von Joey Luis. Und ja, der verletzt sich da fast noch beim Torjubel. Wollte die Scheibe hart aufs Tor bringen. Und jetzt werden wir in der Wiederholung gleich sehen, ob es wirklich als Pass gedacht war oder als raffinierter Schuss aufs kurze Eck. War der abgefälscht vom Tor? Scheibe frei und da ist der Ausgleich. Schuss von der blauen Linie. Meier lässt abprallen. Wird nicht aufgeräumt vor dem Tor. Und dann fällt in der 13. Minute der Ausgleich. Tyler McNeely, der Torschütze. Ja, und damit haben die Tölzer gezeigt, wie gefährlich sie im Powerplay sein können. Schaltet da einen Ticken schneller als Simon Schulz, der Tyler McNeely. Und macht dann hier seinen 4. Saison. Grayssel, Spurgeon, Lammers, Außennetz. Aber weiter der ESVK mit Sturm, mit Blomqvist. Der verzieht Sturm. Kotzjolow Voigt in der Mitte, Thomas mit Platz. Thomas, 2-1 ESVK. Endlich mal ein schnell vorgetragener Angriff des ESVK. Gute Übersicht von Fabi Voigt und am Ende ein eiskalter Florian Thomas. Ja, Kotzel hat Voigt auf die Außenbahn geschickt mit Geschwindigkeit. Und Florian Thomas, der wurde in der Mitte dann ja völlig vergessen. Ne? Alle orientieren sich auf Voigt und Thomas hat dann Platz. Und trifft die Scheibe nicht mal richtig, aber Spiro und da ist schon wieder der Ausgleich. Da sind sie kurz unsortiert, die Joker. Und Spiro hat am Ende leichtes Spiel und trifft zum zweiten Mal für die Tölzer Löwen. Also das zweite Tor für die Tölzer Löwen. Ja, und es ist sein erstes Tor für die Tölzer Löwen. Ja, irgendwo ist was schief gelaufen jetzt beim HSVK, wenn dann ein Cam Spiro so frei vor dem Tor auftaucht. Ja, hier orientieren sich alle nach vorn. Alex T. verlässt die Position und Fabian Kotzel vor dem Tor gegen drei dann chancenlos. Aber klasse Pass von Hoschel, der das sofort. Guter Schläger von Kotzel. Aber Tölz weiter dran. Matchlager gegen Pablo. Und dann gefährlich und dann ist das 2-3 da. Und wieder bekommt der ESVK die Scheibe nicht weg. Und wer war es am Ende? Cam Spiro. Cam Spiro mit seinem zweiten Treffer heute Abend. Behält die Übersicht vor dem Tor und bringt seine Mannschaft wieder in Führung. Der Schlager setzt sich gut an der Bande durch, bringt die Scheibe in Richtung Tor und dann auch überragend gemacht von Spiro. Nimmt die Scheibe an, bringt sie nicht direkt aufs Tor. Und der zweite Versuch, der war es dann. Am ersten war Stefan Feiß noch zur Stelle, aber dann lupft. Und die Tölzer wieder komplett. Luis wird raus und Löffel. Mit der Stockhand war er da beim Versuch von Philipp Kraus noch dran. Damit wartet der Youngster immer noch auf seinen ersten Saisontreffer. Aber Matthias, diese Situation zeigt wie auch das 2-1 von Florian Thomas. Man muss es schnell machen gegen die Tölzer. Dann kommt man nämlich auch schnell zum Abschluss. Grayssel, Voigt, Blomqvist und wieder Wölfi.
Scheibe bleibt drin. Dunkes kann sie vor der Linie halten. Jetzt muss die Scheibe laufen. Lundqvist Sturm und der ist am Pfosten. Dunkes Scheibe in Richtung Tor. Und das war's. Das Spiel ist aus. Die Tölzer Löwen gewinnen 2:3 in Kaufbeuren.